Ja, so. Also, wir werden jetzt dann mal Goldtal endlich verlassen. Nach eineinhalb Aufnahmesessions. Wir werden erstmal nach Talholz zurückkehren und dort den Rest abschließen. Yes. Und von da aus gehen wir dann direkt zur Magrans Kreuzung. Oder Gabelung. Gabelung heißt das Ding, gell? Ja, Gabelung. Also nach Talholz. Dort müssen wir noch diese Ruine untersuchen und die Bärenhöhle. Genau, da ist das Set, wo wir den Jäger getroffen haben, der uns vor dem Bär gewarnt hat. Da sind junge Wölfe. Es sind nur drei junge Wölfe hier. Auf schwer waren hier, glaube ich, vier Wölfe und zwei davon waren richtige Wölfe, also ausgewachsene Wölfe, keine Jungen. So sieht man wirklich, normal hat schon einen etwas größeren Schwierigkeitsgradunterschied. So. Diese alten Mauern scheinen einst die gesamte Lichtung umgeben zu haben. Nun ist sie nur noch ein kleines Stück davon übrig. Und die nach oben führenden Stufen sind zerbröckelt. Die Mauer genauer untersuchen. Die schweren Mauerziegeln sind moosbedeckt und glitschig, was das Klettern behindert. Die Steine selbst aber scheinen robust genug zu sein. Mit den richtigen Werkzeugen könnte man die Mauer bestimmt erklimmen. Erklimmen die Mauer. Ja. Die brüchige Mauer ist selbst jetzt noch ziemlich hoch und ihre unebene Oberfläche weist einen schwierigen Aufstieg. Wer wird sie erklimmen? Edda. Edda findet einen der größeren Steine, findet an einem der größeren Steine Halt und beginnt den Aufstieg. Trotz einiger lockeren Steine und schwieriger Winkel kommt Edda schnell voran und erreicht die Oberseite der Mauer zügig. Oben angekommen hilft ihr Edda die Mauer hoch und über sie hinweg. Jo, da können wir nochmal Sand Gyranshorn und ja, das ST steht für mich immer noch für Sand. Wobei ich dann mal nachgucken müsste, was jetzt genau in der Beschreibung steht mit der gepatchten Version. Wo ist das Sandgyranshorn? Diese großen tropfenförmigen Blumen werden von Kolibris und Gärtnern gleichermaßen geliebt. Ah. Ja, gut. Dann gucken wir mal, was er noch dabei hat. Ja, Fulvanus Handschuhe. Eine Lederrüstung. Rastvorräte, die wir nicht mitnehmen können, weil wir voll sind. Und ein gekritzelter Brief. Fulvano, ich glaube nicht, dass du das hier jemals lesen wirst. Aber du hattest recht. Wir hätten zusammen nach Süden reisen sollen. Es wäre sicherer für beide gewesen. Gerne würde ich alle Hemme der Welt ertragen, würde ich nur überleben, um sie zu hören. Ich habe mich aus der Reichweite der Biester entfernt, die unter mir kreisen, aber ich bin trotzdem erledigt. Ich glaube nicht, dass ich wieder hinabsteigen werde. Wer auch immer das hier findet, betet für mich. Vielleicht werde ich im nächsten Leben lieber Wölfen nachstellen. Ja. Das ist einer von Fulvanus Reisegefährten gewesen. Der ist leider gestorben. Hat uns aber Handschuhe dagelassen, die unsere Gewandtheit erhöhen. Das erhöht hauptsächlich unsere Reflexe. Wie sieht es bei dir aus, Edda? Ja. Irgendwas sorgt hier noch für Gewandtheit. Ah, das können wir, glaube ich, hier gucken, oder? Ja. 11 Basis. Ach so, ja. Gut, ich bin doof. Das hier steigt um 6 durch die Gewandtheit. Ja, ist für ihn gar nicht mal so schlecht, weil er hat die schlechtesten Reflexe von uns dreien. Gut. Harry hat auch den Umhang des Schutzes, der die Reflexe um 3 erhöht. Übrigens, da jetzt seine Reflexe durch Gewandtheit gesteigert wurden,
würde der Umhang noch für ihn gelten. Also falls wir noch einen finden sollten. So, Alof, du kannst noch die Schriftrolle hier reinnehmen. Yes. Und da haben wir noch Blutmus gefunden. Gut. Das war der Teil. Wir klettern wieder runter. Du schwingst dich über den Rand und wählst einen Weg nach unten zum Boden. Ja. Gut, die Wölfe haben wir. Das heißt, hoch zur Bärenhöhle. Oh, hier haben wir auch noch was übersehen. Flussschilf, hier. So, die Kiste haben wir geplündert. Die Rastvorräte da oben brauchen wir nicht. Wir haben 4 Stück. Und werden noch eh weitere finden. Und zur Not kaufen wir halt welche. Also wenn wir nur noch bei einem Rastvorrat oder so sind. So dass ich immer 2 wenigstens dabei habe. Wenn ich mehr als 2 dabei habe, werde ich keine kaufen. Also wenn ich 2 oder mehr dabei habe. Keep an eye out. So, an den Bären schleichen wir uns sicherheitshalber ran, weil der Bär ist nicht ungefährlich. Wir haben zum Beispiel noch gar keine Informationen über den Bären. Er macht schon mal gut Schaden. Ada versucht ihn umzuhauen. Alof bombardiert ihn. I'm here. Oh, Ada sollte das mal einwerfen. Das war nicht Ada, du bist Ada. Genau, das war seine Reserven anzapfen, also seine zweite Luft sozusagen. Gut, wir werden... Und nichts anderes übrig, als mit Alof mal aufzuballern. So, das hat dem Bären den Rest gegeben. Ein Bärenfell für uns. I'm here. Und was ist mit dir? Du bist ein Geist, der nicht ruhen will, hä? Oder Teile eines Geistes. Verirrter Geist. In der muffigen Höhlenluft scheint eine Gestalt zu schweben. Ihre Form und Züge verschwimmen und winden sich in kaskadierenden Wellen der Weißglut. Du spürst, wie ihre Energie um deine Gliedmaße strudelt und sie mit einem starken Frostgefühl erfüllt. Handstrecken. Du streckst deine Hand nach dem Geist aus. Im Moment des Kontakts fühlst du dich so, als hättest du einen Schlag erhalten. Du taumelst mit schwindeligem Kopf hilflos in die lauernde Finsternis hinein. Am Rande des Sichtfelds kommt Licht auf. Du spürst die Sonne im Rücken und das Gewicht eines Bogens in deiner Hand. Dir wird plötzlich bewusst, dass du den langen Weg aus dem Tal gekommen bist, um Hirsche zu jagen. Jetzt stehst du vor einer Höhle und die Finsternis erstreckt sich weit in sie hinein. Trotzdem geht dein Freund vor und geht dein Freund vor dir forsch nach vorne und sein roter Umhang schlenkert um seine Fersen. Du folgst mit hämmerndem Herzen in der Brust tiefer in die Höhle hinein. Etwas brüllt dort wie ein Donner und das Echo dieses Gebrülls ist überall um dich herum. Die Angst packt dich und taumelnd fließt du in Richtung des Lichts auf den Ausgang zu. Du siehst Metall glänzen und hinter deinem Knie brandet urplötzlich stechender Schmerz auf. Du schreist, taumelst und fällst. Deine Gedanken sind völliges Chaos und werden vom Schmerz durchstochen. In einem Moment schrecklicher Klarheit aber siehst du, wie ein Freund vom Höhlenrand zu dir zurückschaut. Wie dein Freund. Sein Dolch ist wie sein Umhang auch blutrot gefärbt. Und dann schiebt sich diese riesige dunkle Form über dich, gefolgt von noch mehr Schmerz. Ja, der Bär. Die Vision schwindet und du wirst mit scheinbar ärgerlicher Wucht wieder in dein eigenes Selbst zurückgeworfen. Die Leiche liegt zu seinen Füßen und der Geist verweilt immer noch. Im Energiebogen zwischen euch beiden spürst du ein gewisses Fragen, Verwirrung, Wut. Ich traf unterwegs deinen Freund, er hat dich betrogen, nur ein Narr hätte das nicht kommen sehen. Ja, wir beleidigen jetzt auch noch einen Geist. Du bist tot, Geist, hier gibt es nichts mehr für dich. Ich traf unterwegs deinen Freund. Urplötzlich strömt vom Geist eine Art peitschender Wut aus. Zorn und Trauer scheinen wie Rauch aus der glänzenden Gestalt zu strömen.
Ich werde ihn finden und dafür sorgen, dass er für das, was er dir angetan hat, büßen muss. Du bist Todgeist, hier gibt es nichts mehr für dich. Nehmen wir das Obere, weil wir wissen ja nicht, was Sache ist. Wir denken, er hat seinen Freund ermordet. Ein Moment lang scheint der Geist hell zu brennen und dein Kopf erfüllt sich mit widerlichem Triumph. Der Geist scheint durch die Kraft seines eigenen Jubels schwächer zu werden. Er wird immer schwächer und schwächer, bis du abermals in der Höhle alleine bist. Ja, Rache aus dem Grab. Wir sind schon mal wohltätig. Schön. Wir sollten aber ehrlich und diplomatisch sein auch. Grausam und aggressiv sollten wir vermeiden. Gut. Das heißt, ich werde ab und zu mal auch öfter speichern und neu laden, wenn ich merke, dass ich irgendwo Scheiße baue. Aber ja. Rache aus dem Grab. Während ich die Wildnis des Talholzes erkundete, fand ich eine kleine Höhle, in der ein stattlicher Bär lebte. In dieser Höhle fand ich einen teilweise gefressenen Leichnam und einen Geist, der mich über eine Art Magie die letzten Momente im Leben eines Mannes vermittelte. Im Talholz fand ich einen seltsamen Jäger, der mir berichtete, sein Freund sei von einem großen Bären in der Gegend gefressen worden. Nachdem ich die Umgebung erkundet hatte, fand ich die Höhle mitsamt dem Bären und Perils Überresten. Ich erlebte eine Vision von Perils letzten Augenblicken, die mir eine weitaus niederträchtigere Wahrheit offenbarten. Sein Freund Nonten lähmte ihn, als er versuchte, dem Bär zu entkommen. Welche Gründe Nonten dafür hatte, ist unklar. Vielleicht kann ich mehr Antworten bekommen, indem ich den Mann direkt konfrontiere. Nonten lebt im nahegelegenen Golfdorftal, ja. Nein. Ein Zweihänder. Nichts unbedingt Wichtiges. Und ja, seine Leiche können wir nicht plündern. Was steht hier noch? Mäuse kriechen durch Augenhöhlen und über Oberschenkelknochen. Der Bär hat sich hier also schon ein paar Leute einverleibt. Gut. Das heißt, wir können hier unten am Zelt noch was einsacken jetzt. Beziehungsweise mal gucken, ob wir im Zelt noch was finden. Und ansonsten werden wir hier halt fertig. Edda sieht schon ein bisschen angeschlagen aus, was allerdings nicht so schlimm ist. Ich denke mal, Magrans Gabelung können wir noch entweder ganz oder zum großen Teil aufdecken, bevor wir rasten müssen. So, hier ist ein Brief noch in dem Zelt zu finden. Mein lieber Nonten, bitte sieh dich vor. Sei dir sicher, was auch immer passiert, ich liebe dich noch immer. Das ist wohl die Frau, die wir mit Nonten im Dorf gefunden haben. Das kann aber erstmal warten. Die scheinen noch eine Weile zu brauchen, bis sie aufbrechen. Wir wollen erstmal in Richtung Schwarzaun und Ketnur, weil ich zum einen unser fünftes Gruppenmitglied einsacken will. Also unser viertes in der Gabelung und unser fünftes in Ketnur. Ich werde aber, sobald ich das vierte Gruppenmitglied habe, erstmal die Gabelung machen. Die Schwarzaugen werde ich nur so durchqueren und mir erstmal in Ketnur Kanna holen. Dann machen wir die Schwarzaugen auf dem Rückweg und dann den Kompass. Ja, das alles an einem Stück, ohne ständig nach Goldtal zurückzureisen. Wegen jeder Kleinigkeit. Weil ich kenne ja das Spiel mittlerweile einigermaßen. Was heißt, ich kenne es eigentlich recht gut. Und ich möchte nicht wieder ständig an irgendwelchen unnötigen Stellen hängen bleiben und Zeit verschwenden. Hi Wolf. Du bist jetzt diesmal ein böser Wolf, also ein richtiger Wolf. So, das war der Wolf. I'd be glad to. Sammeln wir hier das Pflänzchen auf und folgen erstmal der Straße. Ja, Magran Schrein und da ist Duins.
saw you in the flames. Okay. Nach Goltan im Westen, nach Andoks Kompass im Süden, zu den Schwarzauen im Osten. Eine Statue von Magran, die Göttin des Krieges und der Flammen. In dem Stein zu ihren Füßen haben Dutzende Bittsteller ihren Namen eingeritzt, um den Segen der Göttin zu erbitten. So, aber was ist mit dem Typen hier? Also mit Durens. Er redet komisches Zeug, das er uns im Feuer gesehen hat. Hi. Am Fuß dieser Statue kaut ein unfassbar hässlicher Mann mit geschwollenen roten Wangen voller Pockennarben und einem zottligen Bart. Na komm, so hässlich ist Durens nun auch wieder nicht. Er ist nur ein bisschen entstellt. Er schwitzt, als ob er Fieber hätte, seine Atmung aber ist bedächtig und gleichmäßig. Wie das langsame Blasen des Blasebalgs eines Schmieds. Aber dieser Vergleich fühlt sich seltsam und unliebsam an. Ja. Der nächste Vergleich, wahrscheinlich ausgelöst von seinem Grinsen, bezieht sich auf eine Bärenfalle. Und da völlig aus dem Nichts deutet sich leicht alchemistisches Feuer an. Aber dieser Eindruck verschwindet fast augenblicklich, als du den Geruch identifizierst. Come to pray at the statue. Bist du auch gekommen, um zur Statue zu beten? Und auf einmal fängt sie Feuer. Die Frage klingt eigentlich kaum wie eine Frage. Als der Mann seine Aussage macht, nimmt die Statue einen rötlichen Farbton an, als ob jemand eine Fackel vor sie halten würde. Dann geht sie langsam in wogenden Flammen auf. Der Mann dreht sich nicht um, als die Statue in Flammen aufgeht. The others are welcome, but it's best if just you and I trade words, and your shadows stay quiet. Hands off their weapons, both arcane and steel. It's only you I want to trade words with anyway.